Das Riesenrad sieht schon fast fertig montiert aus. Auf über 30 Meter kann man ab dem Freitag wieder seine Runden fahren. Was aussieht wie ein schneller, leichter Aufbau, ist aber im Endeffekt ein Haufen Arbeit, wie der Harry Corbière sagt. Normal brauchen wir 2 Tage, wenn alles ein bisschen rund läuft. Und ein bisschen Begebenheiten darauf an, Standort, wie kann man zufahren. Aber so in 2 Tagen ist es eigentlich aufgebaut und dann kommt nachher noch der Krimskrams dazu, bis jedes Lämpchen brennt, bis alles geputzt ist. Einfach so, dann wird es dann 3, 3,5 Tage. Ich habe heute Nachmittag schon das Vergnügen gehabt, können mitzufahren. Das Gröbste ist also montiert und hebt. Bis am Freitag muss aber laut dem Präsident vom Albani-Fest trotzdem noch viel gemacht werden. Die Schaustellen sind die ersten, die Vorzeichen geben, die Vorboten, die anfangen aufzustellen, damit sie auch Sicherheitsabnahmen gemacht werden und Kontrollen durchgeführt werden. Und dann nach und nach füllt sich die Stände, die Marktfahrer, die Vereine, die ihre Zelte aufstellen, insbesondere am Freitag, dann später am Nachmittag. Und dann geht es so richtig los. Dann wird die ganz kurze Zeit verwandelt sich die Altstadt von Winterthur in ein fantastisches Festgelände. Das Fest hat den Namen vom Stadtheiligen Albanus. Das Albani-Fest, so wie wir es kennen, gibt es seit 1971, also 43 Jahre. Und damit es am Freitag dann auch fertig ist und parat für die über 100'000 Besucher, muss noch mehr gemacht werden als Bahnen aufstellen. Und neben den Vereinen und den Schaustellen, die jetzt hier am Aufstellen sind und schauen, dass eben da Leben in die Altstadt kommt, sind alle zusammen beschäftigt. Wir vom Komitee, die Vereine im Hintergrund mit den letzten Feinarbeiten, die Helfer werden geprieft und koordiniert und dann gezielt eingesetzt. Das sieht bei uns im Komitee genauso gleich aus wie in vielen Vereinen. Ein Verein braucht rund 30, 40 Helfer für das Albani-Fest und das ist nicht ganz zu unterschätzen. Auch die Polizei hat sich auf das Event vorbereitet. Die Stadtpolizei Winterthur bereitet sich wie im üblichen Rahmen vor. Wir sind mit einem grösseren Aufgebot im Einsatz. Und sonst für die Autofahrer kann man da noch normal durchfahren? Es ist ein Albani-Fest zusammen auch mit dem Public Viewing und dadurch ist mit einem grösseren Verkehrsaufkommen zu rechnen. Und wir bieten auch die Leute, dass sie die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Als eines der Highlights gilt das Jahr der Swiss Tower. Der Freifallturm wird mal ganze 80 Meter hoch. Heute ist er gerade mal auf die Hälfte gekommen. Da kann man gemütlich aufgundeln auf 80 Meter Höhe oben und hat eine fantastische Aussicht. Man sieht die etwa eine Minute lang. Und dann geht es 72 Meter im freien Fall runter, zurück auf den Boden von der Realität. Das ist sehr eine spezielle Geschichte. Sicher etwas für die Jungen oder anders gesagt nicht für mich. Bis das Albani-Fest am Wochenende losgeht, haben die Helfer also noch alle Hände voll zu tun. Ab dem Freitagabend bis am Sonntagabend kann man dann die Bahnen und das Essen am Albani-Fest in vollen Zügen geniessen.